Wir befinden uns in einer Chemiefabrik mit zwei Produktionslinien und einer Verladestation. Ihnen wird von einer beliebigen Firma aufgetragen, so eine Station als Ingenieur zu bauen. Sie müssen chemische Stoffe in Güterzüge einfüllen und dafür ein passendes System entwickeln. Es existieren zwei Produktionslinien. In der Produktionslinie 1 läuft es wie folgt ab: Rohstoff holen 1, produzieren 1 und verladen 1. Das gleiche passiert in Produktionslinie 2. Rohstoff holen 2, produzieren 2, verladen 2. Eine Mischung der beiden produzierten Stoffe könnte zu einer nicht absehbaren chemischen Reaktion führen. Verladen 1 und Verladen 2 muss also exklusiv ablaufen. Man erstellt einen Zeitplan, mit welchem man feststellt, wann und wo sich vielleicht Verladungen überschneiden. Falls eine Überschneidung stattfinden sollte, müssen Sie diese Information in Ihr System einbinden und überlegen, wie Sie die beiden Verladungen synchronisieren. Um das Verhalten von Systemen vorher analysieren zu können, müssen Modelle und Simulationen eingesetzt werden.